In diesem Video zeige ich dir die Swipe Card. Bei der Swipe Card handelt es sich um eine Karte, mit der du auf deinem Dashboard zwischen einzelnen Karten hin und her swipen kannst. Moin, mein Name ist Thorsten von meine-digitale-welt.de. In diesem Video zeige ich dir die Swipe Card. Bei der Swipe Card handelt es sich um eine Karte, mit der du auf deinem Dashboard zwischen einzelnen Karten hin und her swipen kannst. Programmiert wurde sie von Bram Crackton und basiert auf einem Quelltext von der Firma Swiper, die Slider herstellt. Um die Swipe Card installieren zu können, benötigst du den Home Assistant Community Store, kurz HAX. Wie du HAX installierst, habe ich dir hier rechts oben im Video verlinkt. Und nun geht es los. In Home Assistant gehst du in der Seitenleiste auf den Button HAX. Dann klickst du auf Frontend und anschließend auf Durchsuchen und Herunterladen von Repositories. Dann suchen wir nach der Swipe Card. Da klickst du dann drauf und dann klickst du auf Herunterladen. Im Anschluss daran auch nochmal hier auf Herunterladen. Dauert es einen kleinen Moment und die Swipe Card ist installiert. Du musst nun noch einmal auf Neuladen klicken, um den Browser Cache zu löschen. Und dann gehst du auf deine Dashboard-Karte, wo du die Swipe-Card einrichten möchtest. Klickst hier rechts oben auf die drei Punkte, gehst dann auf Dashboard bearbeiten, fügst eine Karte hinzu und scrollst ganz nach unten. Und hier haben wir die manuelle Karte. Um die Swipe-Card einzurichten, habe ich dir auf meiner Internetseite meine-digitale-welt.de ein Beispiel reingeschrieben und diesen Quelltext kannst du kopieren und auf deine Entitäten angepasst einfügen. Der Quelltext besteht aus einem Type Custom Swipe Card, dann aus dem Cards-Befehl und dann werden die einzelnen Karten eingefügt. Anschließend klickst du auf Speichern und auf Fertig und jetzt hast du die Möglichkeit, zwischen den Karten hin und her zu swipen oder zu wischen. Die Swipe Card kann auch noch viel mehr. Bram Crackton hat noch zahlreiche Parameter übernommen, die im Ursprungsquelltext der Swipe Card vorhanden sind. Und diese wollen wir uns nun einmal anschauen. Zunächst möchte ich dir den Parameter Autoplay zeigen. Den Autoplay-Parameter erhältst du, indem du nochmal in den Quelltext reingehst und noch folgende Zeilen hinzufügst. Indem du hier Parameter, Autoplay und Delay. Delay ist hier eingegeben in 5000. Das bedeuten 5000 Millisekunden, also 5 Sekunden. Klicken wir jetzt auf Speichern und auf Fertig, werden wir sehen, dass alle 5 Sekunden die Karten automatisch wechseln. Sind wir am Ende angekommen, starten wir wieder mit der ersten Karte. Möchtest du bei der Swipe Card nicht von links nach rechts oder von rechts nach links scrollen, sondern von unten nach oben, kannst du folgenden Parameter einstellen. Wir haben jetzt hier den Parameter bestimmt mit einer Höhe. Das ist die Höhe, die wir hier in unserer Karte haben wollen. Dann müssen wir Auto High eingeben auf True und die Direction Vertical.
klicken dann auf Speichern. Und hier sehen wir jetzt können wir mit den Karten vertikal hin und her swipen. Wichtig ist jedoch, dass du die Höhe in Pixeln einträgst. Nun möchte ich dir den Parameter Width zeigen. Wenn du den Parameter Width einträgst, dann hast du die Möglichkeit, mehrere Swipe-Card sozusagen hier schon mal anzudeuten, die dann noch nicht angezeigt werden im ersten Moment. Du kannst die Breite dann jedoch auch verändern. Das heißt, jetzt hier einfach mal die Breite auf 300 Pixel eintragen, dann sehen wir, haben wir hier mehr von unserer Karte angezeigt. Tragen wir hier weniger ein, 50 Pixel beispielsweise, werden die Karten noch kleiner und unübersichtlicher. Nun gibt es noch zahlreiche Effekte, die du einstellen kannst, und ich möchte sie dir auch gerne nun zeigen. Einmal gibt es den Coverflow-Effekt. Den Coverflow-Effekt erreichst du, indem du bei den Parametern Effekt Coverflow einträgst, dann den Coverflow-Effekt, dann haben wir eine Rotate bzw. eine Slide Shadows. Und Slide Shadow, ganz angeklickt, sehen wir hier, sliden die etwas übereinander. Können jetzt den Rotate-Bereich etwas erhöhen, indem ich den auf 60 setze beispielsweise. Dann sehen wir, dann wirkt es so ein bisschen, als wenn das dann hier rausrotiert. Zum guter Letzt. Den nächsten Effekt, den ich dir zeigen möchte, ist der sogenannte Cube-Effekt. Den erreichst du, indem du hier bei Parameter Effekt Cube einträgst, Cube Effekt, und auch wieder Slide Shadow auf False setzt, klickst du auf Speichern, erhalten wir hier unten einmal einen Schatten. Und damit es besser aussieht, habe ich jetzt einmal auf Dashboard fertig angeklickt. Und wenn wir jetzt hier hin und her swipen möchten, dann sieht es halt aus, als wenn wir einen Würfel haben, der dann hin und her swiped. Als nächsten Effekt möchte ich dir den Fade-Effekt zeigen. Beim Fade-Effekt sieht es folgendermaßen aus. Wir können dann zwischen den einzelnen Karten hin und her schalten. Nun möchte ich dir noch den sogenannten Flip-Effekt zeigen. Beim Flip-Effekt werden die Karten komplett geflippt. Ich hoffe, dass dir das Video zur Swipecard gefallen hat. Hast du Fragen zur Swipecard, kannst du diese natürlich gerne in den Kommentaren stellen. Vielen Dank, dass du dir mein Tutorial zu Home Assistant angesehen hast. Ich hoffe, du konntest wertvolle Einblicke gewinnen und fühlst dich jetzt bereit, dein Smart Home auf die nächste Stufe zu heben. Vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben und abonniere meinen Kanal, um keine zukünftigen Tutorials zu verpassen. Wenn du Fragen hast oder weitere Anregungen für zukünftige Videos möchtest, lass es mich in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Smart Home Basteln mit Home Assistant und tschüss!